Hey liebe Leute und willkommen zurück zu Let's Play Gothic 1 für den PC. Im letzten Mal haben wir den Tempel des Schläfers betreten und uns die Minecrawler-Plattenrüstung geholt. Wir sind also jetzt in Kapitel 5. Jetzt ist halt die Frage, wir haben jetzt das da unten aufgemacht und das da hinten. Gehen wir jetzt erst hier lang oder erst da lang? Ich gucke mir das hier erstmal kurz an, weil es so nah dran ist. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Und da... Oh, tatsächlich, Minecrawler. Tempel-Minecrawler. Noch mal eine extra Rasse hier. Okay, gut, dann gucken wir uns erstmal hier unten um. Hier hätte ich jetzt natürlich meine Fackel wieder mitnehmen sollen. Nehmen wir eine neue. Ach du Scheiße, eine Menge Skelette. Hm? Das sind die ganzen Opfer, die dargeboten wurden. Blutschneide. Ach Mann, ich loote doch gerade noch. Nicht mal in Ruhe looten kann man, meine Fräsen. Fackel her. Ist trotzdem total dunkel hier, trotz Fackel. Moment, die Waffe will ich mir kurz angucken. Blutschneider. Sieht doch nicht genauso aus, aber sieht aus wie die Vorform davon. Von diesem Rachestahl. Das Rachestahl sieht so geil aus. Ich würde das jetzt am liebsten tragen. Auch wenn es halt schwächer ist. Oh, was ist das denn? Ist halt schwächer als meine jetzige Waffe, aber sieht halt einfach geil aus. Bist du ein Ork? Tempelwächter. Noch einer. Oh. Ich wollte gerade sagen, ich muss mich mal ganz kurz heilen. Aber daraus wurde dann irgendwie nicht so viel. Aber ja, es sind Orks. Man hört schon das Mucho-Chocho. Das reicht eigentlich schon. Ist der jetzt runtergefallen? Na komm. Die machen heftig viel Schaden. Und da hier jetzt ein zweiter kommt, gut, dass ich den diesmal nicht getriggert habe, weil jetzt muss ich mich halt heilen. Dringend. Ich verliere jetzt, glaube ich, schon die Orientierung. Also noch weiß ich, wo ich bin und wo ich hin kann noch. Und wo ich schon war und wo ich noch nicht war. Aber das könnte sich auch ganz schnell ändern. Ich hoffe, hier ist jetzt nur noch einer. Ah, und ein Skelett. Okay. Krusch Karok. Das sind doch wieder diese Zweihänder, die einfach so einhändig führen, ne? Fuck you. Ich will das auch können. Boah, ich dachte gerade, hier ist ein Riesenskelett, aber das ist einfach gerade, hat sich einfach gerade so hochgebackt. Zugegangen. Immer dieser scheiß nach hinten Schritt. Hier kann ich auch, hä? Hast du gemerkt, wie lange dieser Kampf gedauert hat, nur weil der einfach die ganze Zeit immer diesen nach hinten Schritt gemacht hat. Großer Spaß, ey, echt. Und wieder heilen. Und wieder heilen. Zum Glück habe ich so viele Tränke. Und zum Glück schneit es hier nicht so wie draußen bei mir. Das nervt mich gerade sehr. Okay, hier ist ein Schalter. Oh Gott, und schon wieder drei so eine Schalter. Ja, und woher weiß ich jetzt, in welcher Reihenfolge ich die drücken muss? Ach, Bullshit, ich nehme einfach die gleiche Reihenfolge wie vorhin. LOL. Fuck you, das ist so einer wie bei Xardas gewesen. Wie ist der jetzt? Niederer Dämon oder so ähnlich? Und mir ist aufgefallen, diesmal setzen sich die Schalter hier gar nicht zurück. Doch, der schon. Aber der andere hat sich nicht zurückgesetzt, oder? Oder habe ich das nur übersehen? Muss ich die einfach alle einmal drücken oder muss ich die auch in der Reihenfolge drücken? Weil wenn in der Reihenfolge, dann was weiß ich denn?
Oh Gott. Ist das ein Ork-Schamane? Ein Ungläubiger im Hort des Meisters. Verdammnis über dich. Verdammt sein wirst du, stinkender Moderteppich. Ich kann mich nicht bewegen. Wow. Ich kann mich nicht bewegen. What the fuck? Ich konnte mich nicht bewegen. Also rein gar nicht. Habe ich das letzte Mal vor den ganzen leichten Dämonen da gespeichert? Ja, sieht ganz danach aus. Okay. Also muss ich mich sofort nach dem Besiegen eines solchen Dämons heilen. Ich fand es übrigens ehrlich gesagt jetzt sehr unfair, dass hier einfach, dass ich mich nicht bewegen konnte während, also sowieso, dass ich mich danach irgendwie nicht bewegen konnte, aber auch schon, als ich den gerade erst beschworen habe, der durfte erstmal noch ganz chillig bis zu mir ran, ja. Oh lol, jetzt habe ich das gerade so gebuggt, dass es quasi aussah, als hätte ich hier einfach zweimal gedrückt, oder wie? Ich kann mich nicht bewegen. Was soll ich denn da machen? Ich kann mich nicht bewegen. Jetzt ohne Spaß, was mache ich, wenn ich mich nicht bewegen kann? Also rein gar nicht bewegen kann. Ich habe eine Idee, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die funktionieren würde. Was ist das hier eigentlich? Sonderbarer Stein. Da muss ich dann wahrscheinlich irgendwas von dem Schamanen reinmachen, damit ich hier wieder rauskomme. Nachdem ich den besiegt habe. Irgendwie. Ich habe eine Idee. Also, zwei Ideen habe ich, aber eine davon wird garantiert nicht funktionieren. Das ist, das Ulumulu auszurüsten. Die wird bestimmt nicht funktionieren. Aber ich habe da vielleicht eine Idee, die tatsächlich funktionieren könnte. Hoffentlich. Beziehungsweise zwei Ideen. Als erstes werde ich mir jetzt einen Geschwindigkeitstrank reinsnacken, damit ich quasi schneller wieder wegkomme. Und ich werde mich auf die Seite des Schalters stellen. Was nicht funktioniert. Okay. Dann zumindest der Geschwindigkeitstrank. Aber auch jetzt, ich entkomme ja eigentlich nicht. Ein Ungläubiger, verdammt! Verdammt sein wird. Oder einfach gegenschlagen direkt, das hilft, alles klar. Das ist so unfair, ich kann nichts machen. Der spammt einfach diese Attacke und ich kann nichts machen. Wenn ich ihn nicht in einer Schlagserie töte, dann habe ich eigentlich verloren. Okay. Lichtbringer. Keine Werte. Sieht also wie aus wie ein Schwert, ist aber kein Schwert. Kugelblitz und Schabernack. Schabernack. Spaß. Seine Rune fliegt auch hier oben irgendwie noch, obwohl ich die eingesammelt habe. Okay. Ja, genau. War der Lichtbringer jetzt nur dafür oder habe ich den? Ne, Lichtbringer habe ich noch. Das war das Schwert des untoten Orkpriesters Varakazorg. Die Waffe ist im Laufe der Jahre unbrauchbar geworden. Vielleicht ist das Schwert noch auf andere Art und Weise nützlich. Alles klar. Okay, gut. Da hätten wir den Gang fertig. Und das muss ich jetzt wahrscheinlich... Wie viel Schamant hat er gesagt? 5 gab's. Er ist der 5. Das heißt, das muss ich jetzt wahrscheinlich noch 3-mal machen. Das ist jetzt mal so meine Vermutung. Ich hoffe, die anderen haben dann keinen Kugelblitz, weil das war jetzt echt heftigst nervig. Okay. So.
Dann biege ich jetzt hier einfach mal rechts ab. Bin ich hier jetzt schon in dieser Haupthalle oder ist das was anderes? Kann ich hier unten noch weiterlaufen? Verschlossenes Tor, okay. Sieht so aus, als wäre ich hier in dieser Haupthalle. Hier sind ganz schön viele Skelette. Die alle sinnlos im Kreis rennen. Ach ja, diese guten alten Skelette, ich bin gleich tot. Danke. So, schnell mal looten und dann wird wieder geheilt, wie immer. Eigentlich ist es wirklich total sinnfrei, dass ich das alles noch mitnehme, aber naja. Machen wir es einfach. Was soll's. So. Zwei Tränke noch. Einer noch. Und super duper. Nochmal speichern. Ich kann auch mal wieder auf dem hier speichern. 25 sind wir schon. Nice. Also ein Part 25. Ich bin noch nicht 25. Ich bin 19. So. Dich, so schnell wie möglich, ne? Wie immer. Skelett beschwören und Eispfeil. So. Da hinten ist der Weg zum Ausgang quasi. Jetzt kann ich also noch da lang oder hier in der Mitte lang. Ich gehe erstmal hier außen lang, vorausgesetzt ich kriege das Tor auf. Sieht aber gut aus. Was ist denn da hinten? Noch so ein Tempelwächter? Jep. Na komm her, Kumpelblase, Tempelwächter. Spast. Natürlich klar, dass du mich jetzt nochmal so weit runterziehen musst. Ach komm. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt verbraten wir mal ein bisschen das hier. Jetzt ein Rabenkraut fressen und nochmal. Ja. Super, noch ein Rabenkraut fressen. Heilung wieder abrüsten. Genau wie alles andere, was hier auf Abus ausgerüstet ist. Ich benutze doch Magie eigentlich echt eh nicht. Ja gut, okay, ich lasse es. Aber das kommt noch raus. So, speichern. Axt wieder ausrüsten, super. Nochmal speichern. Und weiter geht's. In diesen Tempel hinein. Gut, dass es hier nicht dunkel ist. Wo ist eigentlich schon wieder meine Fackel? Was ist denn der Schmetterschlag? Trank? Noch ein Trank? Ist Schmetterschlag eine Waffe? Ja, Tatsache. Zweihandwaffe. Axt. 80. Sieht cool aus, aber brauche ich nicht. So, aber was ich hier brauche, ist eine Fackel, wie immer. Hier geht es nämlich nicht weiter, aber da liegt noch was, oder? Ne, ne. Geht es hier auch gar nicht weiter? Ne. Oh, zwei Schalter. Na, ganz toll. Damit habe ich ja so gute Erfahrungen jetzt gemacht. Habe ich jetzt das Tor hinter mir geschlossen? Jo. Da hat sich jetzt irgendwas anderes geöffnet. Lol. Warum bin ich denn jetzt tot? Oh, ich habe mit einem dieser Schalter wohl aus Versehen... Ah, die Decke, die geht runter. Ah, Mist. Okay. Ja gut, das habe ich kapiert hier. Ich denke mal, den Schalter zu drücken, ist dann wirklich nur eine Todesfalle, ne?
Okay, jetzt kann ich also da hinten hoch. Aber was... Oh, das Lied, cool. Das Main Theme. Aber was mich jetzt gerade noch viel mehr interessiert, warum wurde damit verbunden das hier unten gezeigt? Aha, weil das hier runtergegangen ist. Dann gehe ich erstmal hier weiter gucken. Crawler. Kannst du mal bitte einfach... Ja, ich werde diese Magie jetzt doch nochmal abrüsten. Es geht mir zu sehr auf den Sack, dass er einfach immer diese Magie ausrüstet, obwohl ich die zuvor gar nicht ausgerüstet hatte. Okay. Wundert mich ja, dass er die Armbrust nicht irgendwie die ganze Zeit aus Versehen ausrüstet, sondern immer nur die Magie. Was ist das denn jetzt noch? Jetzt verliere ich hier aber wirklich langsam die Orientierung. Ganz schön groß, dieser Tempel. Gehen wir mal einfach hier rein. Ich habe ja keine andere Wahl als... Oh Gott, Stacheln. Hier ist irgendwie nichts. Ich glaube, dass mich das gerade ganz glücklich macht. Ach, da ist ein Schalter. Ob das eine gute Idee ist? Oha, okay. Trank, Spruchrolle, Trank und noch ein Rachestahl. Gleiche, ne? Ja, und was soll das für eine Spruchrolle? Die hier, Eisblock. Schön, dass ich das damit jetzt geöffnet habe, aber irgendwie scheint es mir so, als hätte das trotzdem nicht so den Sinn gehabt. Ich habe ja gehofft, dass da jetzt... Ah, Moment, das hier könnte natürlich auch eine Lösung sein. Da ist ein Typ mit einem Bogen, der schießt auf so ein Ding und da ist ein Typ mit zwei Typen mit Bögen, die schießen auch auf so ein Ding. Wenn das ein Tipp ist, okay. Wenn ich kann ihn jetzt noch nicht so gut interpretieren. Warum ist hier denn Gore? Der mich nicht mal angreift. Nur eine Illusion? Das Verschwinde! Du bist hier nicht erwünscht! Willst du mich aufhalten? Ja, ich werde dich aufhalten, damit du Meister Kalom nicht von seinem Vorhaben abhalten kannst, den Schläfer zu erwecken. Versuche nicht, mich anzugreifen. Der hohe Priester hat Meister Kalom und uns anderen einen Teil seiner Macht verliehen. Wir sind nun unsterblich. Ich kann dir zeigen, wie unsterblich du bist. Mache dich bereit, deinem Schöpfer gegenüberzutreten. Oha, ja, der hält auf jeden Fall viel aus, aber unsterblich ist das jetzt nicht unbedingt. Tut mir leid, Bruder, aber das war schlecht. Und einmal in meinem Leben möchte ich noch mit dieser Waffe zustechen. Boba. Hüterklinge. Und du hast dabei grüner Noviz natürlich, deine Drogen, wie immer. Ah. Hüterklinge ist aber auch schlechter, ne? Ja, die ist irgendwo weiter unten. Hier. Mit 71. Auch, sieht auch mega cool aus, meiner Meinung nach, aber brauche ich jetzt nicht. So, halt einen Moment, den Minecrawler. Doch, den Minecrawler habe ich inzwischen gelootet. Hier... Boah, wo es hier überall einfach lang geht. Wie soll man denn hier Orientierung noch haben? Hier, die schießen schon wieder dieses Zeug ab. Und hier geht es schon wieder runter. Wo geht es denn hier noch runter? Ich glaube, da ist nichts weiter. Wo ist meine Fackel? Oh, die ist schon wieder weg. Ich habe irgendwie verschwinden meine Fackeln hier immer. Oder ich vergesse einfach, wo ich sie hingelegt habe. Okay. Na, dann nehmen wir uns eine neue. Wo ist sie? Hier. Werden immer weniger. Ich hatte vorher noch genau 100. Jetzt nicht mehr. Das ist ein Tempelwächter. War klar, dass du mich nochmal treffen musste. Aber was soll... Ey!
Fackel, was baust du für eine Scheiße? Fackel. Fackel. Danke. Ist ja kein Wunder, dass die immer verschwinden. Man hat es ja gerade gesehen, die hat sich einfach wegteleportiert. Oh. Okay, dann hoffe ich mal, dass hier jetzt zumindest mal wieder der nächste Schamane ist. Weil wenn es wirklich 4 Stück sind... Da wird es bei meinem aktuellen Fortschritt ganz schön ewig dauern, die alle zu finden. Danke für Level Up. Wie viele Lernpunkte habe ich? 40, ey, lol. Läuft. Ich hoffe, ich finde Torus noch wieder. Für 2 Handwaffen nächste Stufe. Ich hoffe sowieso... Ich hoffe sowieso, dass es ganz vielen Leuten aus dem alten Lager gut geht. Also die Leute wie Bloodwin, ja, die ich jetzt gekillt habe, ja, meine Phrasen. Ach bitte. Es ist wirklich so, manchmal muss man einfach einen Schlag kassieren, damit man mal wieder einen Schlag gegendrücken kann. Und das pisst mich echt an. Oh Mann. Also nochmal heilen. Jetzt nehme ich aber größere Tränke hier. Einen noch und noch einen kleinen. So. Und weiter geht's. Ich finde es übrigens sehr schön, wie er die immer mit der Hand, in der die Fackel auch ist, trinkt. Hier ist ein Sarkophag. Hier schießen wieder die Dinge auf das Ding. Hier ist der Schalter. Da wird hier wahrscheinlich der nächste drin sein. Hoffe ich mal. Oh, ich muss niesen. Hab ganz schnell noch mein Headset gemutet. Hi. Der hat doch wieder Kugelblitz, oder? Sterblicher! Deine Reise endet hier bei mir. Erstmal schicke ich dich auf eine neue Reise, verfaultes Madenparadies. Diesmal konnte ich nicht mal mehr meine Waffe tragen. Ziehen. Ich kann ihn nicht anvisieren. Schön, dass ich ihn am Anfang nicht anvisieren konnte. Zeitenklinge, noch so ein Schwert wahrscheinlich, Blitz und Schabernack. Die Rune schwebt wieder in der Luft. Das habe ich erwartet, dass es zugeht. Aber irgendwie wollte ich mich ja trotzdem nochmal umgucken und da unten lag Loot. Ist das hier das Ding, was ich abschießen muss? Da ist das Ding, was ich abschießen muss. Ach ne, das ist seine Leiche. Er zielt schon automatisch drauf, aber es reicht irgendwie nicht zu. Oh, ah, das Ding ist nämlich schon offen. Ja, kannst du mal aufstehen. Nochmal heilen. Das ist ja inzwischen echt nach jedem Kampf hier schon Routine. Okay, Zornstahl. Und hier ist irgendein Gegenstand, mit dem ich interagieren kann. Ach, das ist der Sarkophag. Okay. Ja. Kann ich denn mit dem jetzt interagieren? Ach, von hier aus. Ach, das war ein Knopf. Und jetzt ist das hier wieder offen. Warum bin ich denn hier überhaupt reingegangen? Ich konnte die Leiche von hier draußen auch looten, aber was soll's. Damit haben wir das zweite Schwert. Und was ist das Ding, was ich jetzt gerade noch gefunden habe? Rachestahl, Zornstahl, noch eins schlechter. Das ist echt wie so eine Weiterentwicklung hier von Blutschneide über Zornstahl nach Rachestahl. Wirklich so. Und das kommt dann wieder von der Hüterklinge oder so. Warum ist hier jetzt noch ein Schalter? Warum sollte man das zumachen? Hm.
Ja gut, ich meine, es ist schön, dass es diese Option gibt, aber warum sollte man? Gut, damit habe ich jetzt wahrscheinlich 2 von 4 oder 5. Oh! Ah, hier bin ich. Sehr schön. Danke, dass es diesen Weg zurück jetzt gab. Sonst hätte ich jetzt mich wahrscheinlich noch verlaufen. So, gut, dann gucken wir hier weiter. Hallo? Sonderbarer Stein. Und da hinten ist direkt der nächste. Laufe ich diesmal auch direkt mit gezogener Waffe rein. Oh, Feuer hat der. Der andere hatte gerade wahrscheinlich Eis oder so. Mhm. Hi. Sterblicher, du wagst es, meine Ruhe zu stören? Ja. Bereite dich auf das Ende vor. Fragt sich nur, wessen Ende, du wurmzerfressener Fleischklops. Oh, jetzt habe ich verkackt. Okay, dankeschön. Was hast du diesmal bei dir? Weltenspalter, Pyrokinese und Krachtnack. Okay. Auch danke für die ganzen Stäbe, Items, Waffen. Da muss wahrscheinlich wieder das Schwert rein, aber ich will mich erstmal ganz gerne noch in einem Raum hier nochmal kurz umgucken. Ich finde es komisch, dass bei denen immer die Rune dann einfach so fliegt, auch wenn ich die aufgenommen habe. Was ist denn hier? Spruchrolle. Okay. Tränke. Na, nimm den anderen doch mit. Charakter, bitte. Und da oben fliegen auch noch Tränke, what the fuck? Ist gerade ein bisschen schwer. Okay, danke. Aber kann ich die da oben bitte auch einsammeln? Die sehen eigentlich ganz nett aus. Aber der eine sieht aus wie so eine Ork-Medizin. Ja. Ich kann die leider nicht einsammeln, warum auch immer. Die fliegen da halt einfach so rum. Hier sonst noch was? Ah, Pyrokinese. Damit könnte ich das natürlich einsammeln, wa? Lol. Kriege ich das mit Pyrokinese eingesammelt? Dann muss ich jetzt mal gucken. Habe ich Telekinese, meine ich. Habe ich überhaupt noch Telekinese? Ja, dreimal. Okay, was ist das für ein Trank? Ich glaube, die anderen brauche ich vielleicht nicht. Auf die kann ich vielleicht sogar verzichten. Aber was ist das hier für ein gelber Trank gewesen? Essenz der Stärke. Stärkebonus 3. Ja, bitte. Jetzt ist halt die Frage, sind die anderen vielleicht aber auch so eine Stärkungszauber? Das gucke ich mir jetzt einmal an. Was war das jetzt für ein Trank? Okay, definitiv nicht so ein Trank, den ich meinte. Das heißt, hier kann ich laden. Und wie sieht es mit dem Trank aus? Sieht aber auch eher wie ein Mana-Halt-Trank aus. Für den ich das dem noch nicht verschwenden werde. Oh, Schluck auf. Okay, sehr gut. Also kann ich meine Telekinese noch aufsparen für gegebenenfalls wichtigere Sachen. Da. Was sind das jetzt nochmal für Runen, die ich jetzt alle bekommen habe? Also ich habe ganz viele Eispfeile, Kugelblitze. Wir brauchen zum Sumpflager, ja. Pyrokinese. Licht und Feuerfall und Blitz. Okay, aber was ich gern hätte, wäre Heilung. Eine Heilrune, das wäre mal geil. Weil Mana-Tränke und Mana-Heil-Items habe ich ohne Ende. Da könnte ich mich richtig nice heilen. Die Fackel, die hätte ich aber ganz gerne wieder dabei, danke. So, hier nochmal ganz kurz ein kleiner Cut. So, bin wieder da. Okay, es kann jetzt also weitergehen. Uns fehlt jetzt, wenn die Richtungen korrekt sind, noch ein Schamane. So, hier muss wieder dieses Schwert rein. Die Schwerter sehen richtig geil aus übrigens. Finde ich. So, wo ist jetzt der letzte? Ich glaube, ich bin noch nicht in diese Richtung gegangen, oder? Doch, bin ich schon. Ja, hier war ich schon. Okay, da oben war ich jetzt schon. Geht's hier links noch lang? Nee. Dann muss ich hier lang wohl doch noch was verpasst haben, hä? Huh? War ich hier? Hier war ich? Ach ja, genau. Hier lang bin ich ja gegangen.
Dann will ich hier nochmal gucken. Vielleicht gab es da noch einen zweiten Weg, den ich dann irgendwie vergessen habe oder so. Das kann gut sein. Ich mag diese Hechtrolle nach wie vor sehr gern. Ah ja, stimmt, da war noch... Das war da noch. Und das, wo der Gore davor stand, da war auch noch was, ne? Gucken wir uns das mal an. Und da hinten, was ist da hinten? Achso. Nur nochmal den Tipp mit dem Abschießen davon. Okay. Also hier, wo Gorboba war. Da sind Tempelwächter. Oh, da liegt meine alte Fackel. Fackel. Das heißt, es muss hier theoretisch auch irgendwie aufgehen. Nur wie? Und was sagt mein Handy jetzt? Gibt Essen. Ja, ich kann jetzt gerade nicht essen gehen. So, hier war ich drin. Habe ich hier auch alles untersucht. Sieht nicht so aus, als könnte man hier noch irgendwas benutzen. Ah, da oben ist ein Ding, was ich abschießen kann. Das erscheint mir zwar echt heftig gefährlich von hier aus, aber... Ah, und jetzt setze ich da hin. Das habe ich leider erwartet. Aber ich wollte meine Fackel nicht im Stich lassen. Pass auf, dann machen wir das jetzt wie folgt. Ich lege meine Fackel jetzt einfach hier hin. Wunderbar. Oh, das Ding hat sich gar nicht geöffnet hier. Dann hat sich aber irgendwas anderes jetzt geöffnet. Das hier? Nein, das auch nicht. Das da hinten? Auch nicht. Ich höre irgendwelche Geräusche irgendwo. Ich kann nicht deuten, wo. Egal, wo ich stehe, sie hören sich an, als würden sie von links kommen. Ist das offen? Nee, ne? Nee. Hm. Hier sind überall immer noch diese Tipps. Vielleicht ist hier irgendwo anders noch ein Ort. Oder ist hier noch was aufgegangen? Hier! Ach Mensch. Aha, verstehe. Jetzt geht das auf. Und das da hinten auch oder nicht? Nee, aber das hier noch. Ja. Diese Kamerafahrten sind so neu, ne? Hier. Das erinnert mich wirklich dadurch umso mehr an Tomb Raider. Was ist hier drin? Ach du Kacke. Nochmal ein heftiges Rätsel. Okay, meine Fackel ist verloren. Ich akzeptiere es. Aber bitte nicht töten. Ist die Fackel noch da? Dann nehme ich die einfach wieder mit. Die hat mir vorhin schon gut gedient, bis Gorboba kam. Dann kann sie mir jetzt nochmal gut dienen. Okay, gut. Gucken wir uns das hier mal an. Rot, gelb, lila. Nee, das hier ist blau, oder? Das ist blau. Und das hier? Das ist gelb. Das habe ich gesehen. Nee, das andere. Schieß doch das andere ab. Ach Mensch. Ach, Hauptcharakter, bitte. Ah, rot, gelb. Blau. Es ist tatsächlich sogar genau die Reihenfolge, die ich genommen hätte, weil ich hätte einfach gesagt, ja, ich mach's einfach wie beim ersten, nur dass ich halt das Blau durch das Lila tausche und es ist tatsächlich genauso. Also rot, gelb, blau. Kommt jetzt wieder jedes Mal ein Dämon? Nein. Da taucht dann wahrscheinlich der Schamane auf oder so. Der Finale, hoffentlich. Und zu guter Letzt der blaue. Wunderschön. Okay. Oh, es öffnet nur die Tür da hinten scheinbar, ja. Ist noch gar nicht der letzte Schamane. Stimmt, da hinten waren auch Tempelwächter und hier waren ja gar keine Tempelwächter. Logisch. Wenn ich hier die falsche Reihenfolge gemacht hätte, wäre wahrscheinlich dann ein Dämon aufgetaucht. So ein Dämon-Dings hier, so ein fliegendes, niederes Dämon-Vieh.
Genau hier. Ich mache den Tempel jetzt, glaube ich, noch fertig. Also den Tempel vielleicht nicht, aber den letzten Ork-Schaman, den will ich noch fertig machen. Okay. So, hier haben wir ja schon gesehen, dass da ein Tempelwächter war und sogar noch einer. Und noch ein Gore. Oh Gott. Wenn hier jetzt mehr Tempelwächter auf einmal kommen, dann habe ich ein Problem. Ist aber nicht so gut. Ja, du, weißt du, du kannst gehen. So, leichter Zweihänder. Du kannst mir gar nichts. Du hast auch noch eine Waffe fallen gelassen. Genau, Kruschkarok. Heilen, ein bisschen heilen, ein bisschen heilen. So, ich gehe dann jetzt mal ganz kurz essen und dann mache ich den Part aber noch weiter. So, gab wieder mein Lieblingsessen. Lachs in Sahnesoße. Und das macht mich jetzt glücklich. Da sind zwei Tempelwächter, da will ich nicht lang. Hi, Tempelwächter, Bro. Wir sind auch zwei. Lass sie hier nicht mehr blicken! Lass sie hier nicht mehr blicken! Alter, was ist denn hier los? Hier sind ja richtig viele. Oh, gegen zwei von denen ist ätzend. Boah. Gegen zwei von denen ist jetzt echt ätzend. Lass sie hier nicht mehr blicken! Lass du dich hier nicht mehr blicken, du kleiner Schwanzkopf. Nein, nicht hinterher. Nee, geh mal weg. Der läuft mir immer noch hinterher. Scheiße, ich hätte da einfach bleiben können, weil er steckt da in der Wand fest. Mann, ich will mich dann nur mal kurz heilen. Gib mir doch bitte mal kurz diese eine Sekunde Chance, mich zu heilen. Okay, das muss jetzt schnell gehen mit dem Heilen. Ich weiß nicht, ob er mir gerade noch entgegenkommt. Ich sehe ihn nicht. Okay, aber jetzt wird er gefickt. Das hat er sich selbst so ausgesucht. Du bist nicht besser mit dem Einhänder, mit dem Zweihänder als ich, ja? Merkt ihr das, fanatischer Templer? Es ist so krass, wie man sich hier einfach wirklich nach jedem einzelnen Gegner heilen muss momentan, aber was soll's. So, also nochmal heilen. Nehmen wir jetzt mal die mittleren Tränke, weil wir wollen ja hier auch keine Stunden mehr brauchen. Und jetzt, also da unten ist noch mindestens ein fanatischer Templer, der ist aber schon ein bisschen angeschlagen. Und noch mindestens drei Tempelwächter. Und wahrscheinlich noch mindestens einen Schamane. Gehe ich jetzt erstmal hier zu den beiden. Das wird richtig heftig schwer. Komm her. Ja, das ist gut. Das ist okay so. Da unten sind doch noch Minecrawler, zu denen ich dann auch gleich noch gehen werde, aber eben erst gleich. Okay, hier sind auch noch zwei Tempelwächter. Ich glaube, oh, das ist echt heftig. Hier ist gerade so viel los. Und ich muss mich halt wirklich nach jedem Kampf heilen, wie man hier sieht. Das ist schon nicht schlecht. Also, für mich ist es ja eigentlich schon schlecht, aber das ist schon war. Okay, diese Truhe wird mal gelootet. Die, was? Da hinten ist Lava. Alles klar, da gehe ich gleich hin. Ich gucke mich erstmal hier weiter um. Heilung zweimal. Ring der Unbesiegbarkeit. Schutz vor Magie, Feuer, Pfeilen, Waffen. Nicht schlecht. Pfeile.
Essenz der Stärke. Heilung. Fackeln. Fackeln? Hey! Das war jetzt dieser Trank hier. Genau, Essenz der Stärke. Haben wir hier schon insgesamt plus 6 Stärke in dem Dungeon bekommen. Mensch, brauche ich zwar, glaube ich, nie wieder. Aber danke trotzdem dafür. Ich kann damit leben. Da will ich mich nicht beschweren. Da will ich mich nicht beklagen. Klagen. Klagen. Will ich mich nicht beklagen. Yeah. Okay, hier müsste noch irgendwo ein Templer stehen. Genau, hi. Ihr könnt halt echt nichts. Deswegen kriegst du auch jetzt noch eine fette Axt einfach in deinen Bauch. Moment, da hinten sind jetzt auch Tempelwächter. Ja, wo ist denn jetzt der Tempel von dem Schamanen? Boah, ich gucke jetzt mal da lang weiter. Ach ja, und ich muss mich natürlich auch nochmal heilen. Wie immer. Ich könnte, glaube ich, echt fast schon nochmal cutten hier. Ich glaube, nachdem ich die beiden Tempelwächter gekillt habe, gucke ich mal schnell, wie lang der Part ist. Eigentlich wollte ich den Tempel gerne ein paar schaffen. Das sieht nicht so aus, als würde ich das schaffen. Nee, ich bin jetzt bei ungefähr einer Dreiviertelstunde. Dann werde ich hier jetzt nochmal ganz kurz hier reingucken, nur wo es hier hingeht. Okay, wir sehen uns dann hier im nächsten Part wieder. Dann gehe ich doch erstmal runter zu den Minecraftern oder so. Also bis dann und auf Wiedersehen.